Die nächste Übung heißt Hyperextensions. Der Ball liegt unter eurer Brust. Wichtig ist, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Die Hände sind an der Schläfe. Bei dieser Übung ist die Atmung besonders wichtig. Wenn ihr gleich den Oberkörper abhebt, atmet ihr aus und wenn ihr ihn wieder senkt, atmet ihr ein. Macht diese Übung 45 Sekunden lang und lasst danach wieder locker. Ich zeige euch jetzt direkt noch in zwei Varianten. Die erste Variante ist, ihr nehmt die Füße enger zusammen. Dies nimmt euch die Stabilität und ihr müsst mehr mit Körperspannung arbeiten. Die zweite Variante ist, wenn ihr nach oben geht, dreht ihr den Oberkörper ein, nach links und nach rechts abwechselnd.